Bam! Und somit das herzlich willkommen. Bei Kuhnmann LP. Heute mal im Knast. Sympathische Typen umeinander. Schön, sind wir dabei. So, also komm. So. Chingado este gringo sabe pelear, eh? Vuelve ahí. Golpéalo. Eso es gran primor que Kummer und Sorge. ¿Qué tal esto? Míralo. Los hazlo. Agárrenmelo. Lucha como un hombre. So, warte, ich nehme einen Attack. Noch mal einen. So. Nochmal eine. Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. Sí, Gustavo. Te voy a matar, come mierda. Te voy a cerrar la bocota, gringo. Ya basta. Basta, idiotas. Suéltenme. Es va kein Kampf. Oder kleiner? Voy a matar, gringo, come mierda. Hey, ruf mich an, wenn du groß genug hierfür bist. Te voy a sacar tiras por el culo. Solitaria. Cájalo. Te voy a estar esperando aquí, eh. Jens, wir sind in der Suche nach einem nächsten Schatz. Sind wir mit dem Nathan ins Gefängnis gekommen? Ja, komm. Wie lange soll ich hier drin bleiben? Ha? Wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ey. Schon gut. Langsam. Ja, wo bringt die Stärke hier jetzt? Okay, calmate. Ein höllischer Ort. Por favor. No me dejes allá dentro de nuevo. Es por tu culpa, pendejo. Ey, darf ich vielleicht mal duschen? Cállate. Morgen, Jungs. Oder Abend, lässt sich hier unten schwer sagen. Oi, Idiota. Die Treppe rauf. ¿Quién está yendo un prisionero? Abran la reja. Una semana. Una semana. Irgendwie unklar. Was da passiert ist gerade. Ja, was haben wir schon gesehen? Wir sind auf dem Boot mit dem Nathan. Dann durch ein paar Erinnerungen geflogen. Die Kindheit. Hey, Gringo! Vi lo que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Und schon sind wir im Gefängnis. Hey, Vargas! Cuando regrese. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos so de él. Huéfense! Quietense, cabrones! Hey, tranquilízate. So. Hast du Fans? Ja, das Publikum liebt mich. Ja, wie immer. Sie lieben uns alle. Ja, wenn ihr Kuhnmann LP liebt, dann. Abran la reja. A donde lo llevas? Gebt doch ein Like. Oder ein Abo. Zeigen wir einfach, dass es genauso Spaß macht. Moment, was hast du gesagt? Kommst du früh genug raus? Pero no escuchaste. Nett. ¿Qué está mirando? Nada, amigo.
De este encargo yo. Bien. Ja, aber so im direkten Vergleich nach dem Uncharted 3 ganz einen anderen Storyaufbau von dem her. Interessant. Wie bringst du mich eigentlich? Siehst du schon. Por favor. Para. Para. Nein, nein. Nicht da lang. Oh, okay. Okay, ob das so eine gute Idee ist, schon aber zu gehen. Ja, überhaupt nicht zwielichtig. Gar hey, nicht, Nathan, nicht ja. Aus wie das Büro des Direktors. Nach links. Ja, schon klar. Dadurch. Da wären wir. Okay. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mehr nicht. Nur, ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt dich auch königlich dafür. Sie? Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht öffnen. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Dann war ein Komplize. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwelen. Alles von einem einzigen Schiff. Der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Oh, das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Na los. Brief. Por favor. Wie willst du überhaupt darauf? Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja. Hab ich nicht so viel Liebe zwischen deine zwei. Hey, hast du es gemacht? Ja, hab's da drüben versteckt unter dem Arbeitstisch. Ja, da würde ich sagen. Die ersten paar Minuten, wo man wirklich mal frei kann rumlaufen da. Sehr interessant. Sehr interessant. Was haben wir denn da alles umeinander? Wir haben da ein paar Felsen. Da kann man aber nicht aufspringen. Gut. Und ein alter Turm ist auch interessant. Na bitte, Kinderspiel. Gut. Dann mal ein bisschen aufklettern, hä? Interessant. Was haben wir denn da hinten noch alles? Bingo. Ein Seil, schon mal gut. Irgendetwas da. Okay, damit wird es klappen. Schieben wir das mal da rüber. Wie praktisch, dass das Rollen dran hat.
jetzt. Und irgendwie müssen wir da rüberkommen. Und ich will mal behaupten. Da ist die Zelle. Wie komme ich da hoch? Das ist eine gute Frage, hä? Und auf geht's! Also so. Boah, so nicht, hä? Gut, dann wären wir wieder eigentlich zurück in alter Form. Täglich einmal sterben, das ist nicht so schlecht. Aber eben, wie gesagt, es ist die zweite Folge. Wir haben noch nicht so viel gemacht eigentlich da in der Welt von Nathan. Darum, danke für die Entschuldigung. Voilà. So. Das alte Gefängnis da. So. Locker sind wir rüber geflogen. Und da finden wir auch schon die nächste Spalte, wo wir uns entsprechend können draufhängen. Nicht schnell. Weil da passieren so Sachen. Ich könnte da runterrutschen. Mit dem Seil am Pfosten. Vielleicht. Nicht schlecht. Kombi-Action, also runterrutschen, Seile auswerfen und dann gerade quasi mit einem Saloppensprung. Mit einem lockeren Sprung dann da rauf. So. Wahnsinnig schön gemacht alles zusammen. He? Die Aussicht und alles. Ja, und das Nathan ist ein bisschen älter geworden, aber ich finde, das ist auch recht so. Dass es ein bisschen realistisch gehalten ist. Da. So. Wir werden ja schließlich immer älter. Jetzt muss ich die höchste Zelle finden. Du hast ein bisschen zu früh gesprungen da, müssen wir aufpassen. Wenigstens hatte Burns bis zum Schluss eine schöne Aussicht. Das ist schwierig, ja. Also, andere Seite. Oh Mist! Kann man da rauf? Nein, kann man nicht, ja. So. Ja, sehr verwirrend. Man hat das Gefühl, wir müssen dort rüber. Immer die Schreckmoment, das ist so krass. Schwer zu glauben, dass hier drin dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Okay, wo lang? So. Mal schauen, ob es da irgendwo einen Schatz hat. Ja? Ich dachte, heutige Gefängnisse wären schlimm. Heute Nachmittag ließ ich den ersten aus Captain Averys Crew hängen. Und seine Kameraden hatten Logenplätze. Dieses Vorgehen mag unnötig gewesen sein, hat ihn vor dem nächsten Akt aber ungeheure Angst eingejagt. Mein Besuch bei den verbleibenden Männern im Turm. Die armseligen Piraten warfen sich mir zu Füßen und winselten um Gnade. Eines Tages möchte ich solche Gnadengesuche von ihren flüchtigen Kapitänen hören. 20. September 1696. Heute Morgen ließ ich die restlichen Piraten ein. Eine arme Seele war so mutig,
mir noch beim Überstreifen der Kapuze eine Bestechung anzubieten. Weitere vage Versprechungen eines riesigen Schatzes. Ich fragte ihn, wo dieser Schatz zu finden sei, und ließ ihn bei seiner Antwort baumeln. Ich ertrage keine weiteren Piratenlügen mehr. Ah, interessant. Lene, schau noch ein bisschen drauf. Na gut. Ja, dann legen wir das zurück. Also da geht es wirklich, das ist wirklich ein uraltes Piratenverlies. Und augenblicklich muss man husten. Anscheinend haben da alle müssen warten, bevor sie gehängt worden sind. Ja, und das ist irgendwie der Tagebucheintrag von irgendeinem von denen, der da Kontrolle über das Hängen hat. Also quasi wie der Hangmeister. Hat aber nichts mit der Porsche-Gruppe zu tun, glaube ich. Ist da noch ein Schätzchen oder etwas? Kurz da oben durch, weil man weiss ja nie wirklich, wo das da die lieben Leute... Dass das hier noch steht. Die Spanier wussten, wie man robuste Gefängnisse baut. Von Naughty Dog. Wie viele Piraten hier wohl gestorben sind. Das ist eine gute Frage, lieber Nathan. Wie viele Piraten sind da echt gestorben? Ich persönlich habe das Gefühl, mehrere. Hunderte. Ah, gut, so kommen wir rauf. Gut. So, und hängen wir wieder auf der Außenseite. Das ist ziemlich cool. Ja, ich finde auch, es macht auch Spaß, dass. Das Game. Oh Mann, Sam, verpasst echt was. Ach komm. So. Auf geht's. Burns Zelle. Zelle. Oh, ihr Sweet. Spannend. Okay. Wo fange ich an? Also, wir haben da gewisse Zeichen. Dieses ganze Gerätsel muss eine Bedeutung haben. V. Das ist 5, das ist 4. Das V gleich 5. Jetzt müssen wir da mal schauen, was haben wir denn da? X, XI, 1, 2, 5, 1, 2, 3. Also wir haben das Eis. Fangen wir mal mit dem Eis an. Aha. Also wir haben oben und unten ein Zeichen. Seht ihr das? So, noch kurz lesen. Mein lieber Sohn Richard, oder Richard, wie erwähnt, spanische Teufel halten mich im Ver-
Hey, lesen sollte man noch können. Ist ja, glaube ich, ewig her seit der letzten Schulzeit. Spanische Teufel halten mich im Vizekönigreich Panama gefangen. Mir wird Piraterie vorgeworfen. Der Prozess ist bloß eine Formalität. In Kürze werde ich gehängt. Ich gestehe dir jetzt, ich war ein Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Zusammen mit den anderen der Mannschaft habe ich die Hindu Gangi Sawai geplündert. Wir haben in den Augen Gottes viele Gräueltaten begangen und jetzt muss ich dafür meine Sünden bezahlen. Ich bewohne die am höchsten gelegene Zelle im Gefängnis der Spanier und kann das Meer sehen. Dabei sehne ich mich nach einem weiteren geruhsamen Augenblick mit dir und meiner Mutter. Obwohl ich vieles bereue, sei gewiss, dass ich mich mit meinem Schicksal angefreundet habe. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden, mein Kreuz tragen und sie entdecken, die Reichtümer des Paradieses. Ah, gut, dann fällt der Text schon vorher. Also wir haben da die Möglichkeit, wir sehen da oben, da hat es ein Pfeil. Also, die Zeichen haben wir da an der Wand auch. Das war das. Wo haben wir denn das X? Alchemie-Symbole für Gold und Silber. Moment mal, sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Das ist ein Teil des Symbols. Ah, da ist die andere Hälfte. Also dann. Dann falten wir das mal zusammen. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Gut. Schütze und Skorpion. X, X, I. So. Römische 10. Nichts. Was stand nochmal im Brief? Also. X ist nie gewesen, dann machen wir XI. So 11. Was ist denn das? Das Skorpionzeichen und eine römische 2. Römische Zahl 2. Nein? Okay, wo ist das Schütze-Symbol? Schütze. 10. Römische 10.
Die römische Zahl. Tja. Die kann ich da jetzt aber nicht mehr drücken. Wie kriege ich denn jetzt den Zehner her? Nichts. Ich sollte mir den Brief nochmal ansehen. Nein. Nein? Hm. 10 und 2. X und... Ah, 10 und 2. 12. Jetzt. Noch ein bisschen mitdenken. Sieh sich das einer an. Sehr schön. Digna factis recipimus. Nicht schlecht. Hm, das muss es sein. Es hat noch nichts Glück. Gut. Hätten wir das einigermaßen gefunden da? Ja, und ich würde sagen, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwie bald wieder ein bisschen Aussicht haben. Na los! Ich sollte aufpassen. So. Jetzt. So. Da kommen wir da oben drüber. Dann sind wir da rein wieder, hä? Vorsicht. Schick mal gerade noch hin. Okay, auf ein neues. Ich grave niemals hin. So. Ja, sehr streng sie. Wiedersehen, Schulter. Ja, und da. Würde ich sagen, sind wir am Platz angekommen, wo man den Nathan einfach mal ein bisschen stehen lassen, vor dem Gefängnis, vor dem Wärter. Und es ist Zeit zu sagen, danke, dass ihr dabei gewesen. Ja, bei Kuhlmann LB. Morgen geht es weiter an der gleichen Stelle. Wie kommen wir zum Gefängnis aus? Was machen wir mit dem abgebrochenen Kreuz? Was hat das mit dem Henry Avery zu tun? Wir finden es raus miteinander. Schön, dass ihr dabei. Danke für euren Like. Ciao.